Weil du weißt, mein Watch Together Bug ist einfach still there. Oh. Ja, du musst Go machen. Ich muss, okay. Guck mal, wie man die Wespe da auch sieht, ne? Richtig mit ihren Flügelchen. Richtig heftig. Richtig heftig. Morgen, Leute. Stimmt, aber Erik wird dabei. Wir fahren jetzt los. Wir müssen eigentlich noch was. Wann war das denn bitte? 2018. Essen, wir müssen schon weggefahren. 2018. War das, da warst du an allen Tagen da? Oder war das nur? Ja, ja. Das war die, Hunger. Erste Messe. Allen Tagen. Ne, 2017 war ich auch schon alle Tage da. Ja. Mhm. Ja, 2017 war ich auch alle Tage da. Ich war 2013 das erste Mal, 2015. 2013 war ich nur für 6 Stunden da. Mhm. 2015 war ich für 1,5 Tage da mit Eike über Edelmatt damals. Mhm. Und ab 2017, 2016 war ich gar nicht, war ich alle Tage da. Ja. Mhm. Weiß ich noch. Okay, dann und schauen wir mal. Dann, wie gesagt, 12 Minuten, dann können wir endlich loslegen. Bis wir zur Messe sind. Was in unser eigenes Büro muss, aber ich würde erstmal die Ketchup-Maschine in Gang gebracht. Das war auch mein Büro. Erstmal essen. Denn müssen wir jetzt mach noch. Ich mal mach ich noch ein bisschen weiter? Langsam verschaukelt, weil Jan war. Ohne Scheiß. Was der Nico ist an Schiff. Genau. Los jetzt hier. Los. Ja, ja. Nico, los jetzt hier. Los. Ja, ja, ja. Wir haben jetzt keine Zeit. So, wir hatten gerade schon Marathon gelaufen. Ey, ohne Scheiß. Was der Nico alles an Scheiß mitgenommen hat. Als ob du besser bist! Na gut, wir haben es gestern schon gesehen. Ich guck dir an, was Erik so im Hintergrund so, ey, hier, guck mal. Erik hat sich auch guck verändert, Alter, aber den, hallo. Ja. Gern hier an, wie er hier durch die Gegend reist. Oh, das ist aber knapp. Alle, wow. Null, ja. Nee, 1. 1. Wir sind doch in der 1 gerade. Nee, wir sind 0. Wir müssen 0. Nee, wir müssen T. T. Kommt nicht klar! Ich hab mir eine zweite Funke, die ich bei Ela gekauft hab. Habe ich direkt so. Was war das denn für ein Move? Keine Ahnung, lassen wir das einfach. Lassen wir das einfach. Also zu Jans Unterkunft, weil nicht gucken, ob Jan kommt. Ja, der war gut, ja, auf jeden Fall. Gucken wir mal. Verbraucht? Ich bin nicht verbraucht. Alte Schule, wer ist der Taschenempfänger? Virtuelle Schelle, Alter. Virtual Adapter. Oh, und das neue Lavalier, das ist das Besondere. Lass dich von Dennis doch nicht ärgern. Nämlich gar nicht mehr, die ich habe. Mit dem ich bin noch jung und nicht so alt. War. Und jetzt gibt es ein neues, deswegen ist die auch ein bisschen teurer mittlerweile. Die neue kann ich denke ich hier in den Chat kacken? Jetzt geht das? Das ist nämlich ein viel größeres dabei hier. Das ist unser das Chat. Nico. 829, aber es soll deutlich besser klingen und es kostet auch ein bisschen mehr als das alte. Und ich bin echt gespannt. Gibt dir ja, keinen Kackhaufen? Nee, gibt es nicht. Oh, das sieht nach einem guten. Was haben wir denn hier nochmal gemacht? Ein Spieler. Nee. Warte, meine Fresse gleich. Guten Tag. Wir haben das Assistenzvideo vielleicht fertig. Naja, wir haben. Hier! Naja, wir hier haben das erstmal fertig. Ich kack Dennis in den Chat. Ja, toll. Ins Büro. Ja, Mann, dann lege ich den Duftstein auf den Tisch. So, aber ich finde diese Einstellung sehr, sehr cinematisch hier, die du gewählt hast, Nico. Schon, oder? Also Weißabgleich ist voll daneben, aber sieht in dem Fall ganz gut aus eigentlich. Ja. Dann war, glaube ich, noch Filmkonverter drauf. Guck mal, ob wir den Ton geil kriegen. Ne? Nico. Ich habe GA4-mäßig einfach voll auf die Scheiße gehauen. Wie der Typ gerade links so sieht so, oh, der filmt. Schnell mal raus. Ja, Mann. Schnell weg. Wenn das Array drin hängt, kann man auch sagen Power Tower. Ist eigentlich ungewohnt, dass Voice-Akkus immer sowas. Meintest du, also, du warst damals lustig? Nee. Also ich war für andere noch nie lustig, glaube ich, aber solange man sich noch irgendwie selber freuen kann, ist doch alles in Ordnung, oder? Ja. Auch wieder ein tolles Standbild auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie sah das damals, irgendwie sah man, war der Kameralook irgendwie anders, weiß auch nicht, ja. Da kostet immer sowas raus, bringt keine Box. Irgendwie so ein bisschen gelb. Ne? So, wir waren jetzt schon bei LNT drehen. Ja. Wir waren so, bei Voice Acoustic drehen. Umschwenk auf die andere Kamera. Ging aber nicht. Ja, aber was blöd. Jetzt sind wir bei eurem Wunschhersteller. Also ja, aber mal zu blöd, danke, Erik. Jetzt sind wir bei KME und der. Hm? Auf jeden Fall. Durch. Ja, mach ruhig weiter. Das ist, glaube ich, uninteressant. Weiter nach vorne. Hi. Was machst du hier eigentlich? Hi. Nein, überhaupt nicht. Oh, wenn Tommy das sieht, der regt mich um. Wir halten uns einfach zu. Nico. Wir sehen uns an der Bar heute. Ja, das ist. Podcast. Also, wir sind. Genau. Alter, das ist verdammt schwer. Genau, gibt es auch noch eine Podcast-Folge, 2 sogar, mit Thomas Richter. 2 Teile. Mit Thomas Richter, richtig lustig.
Könnt ihr euch ja, über ein energisches Ehepaar auf einer Hochzeitsfeier, auf der eigenen Hochzeitsfeier. Ja, und den Pizzaboten. Den Pizzaboten auch und gut? Das, und das Leben auf dem Land. Wobei Pizzabote, man hat ja selber Pizza gemacht, aber trotzdem hat überall gebimmelt. Also ja, war ja ganz witzig. Einfach mal reinhören. Warte, ich mach so. Dann geht es halt nicht. Also, wir haben jetzt eine ganze Menge gedreht, wir sind erstmal ins Pressezentrum. Das kannst du nicht. Das geht nicht, Mann. So, wir haben heute schon mal Voice gedreht. Was ist mit deinem Look los? Leider hat eine Funkstück gemacht. Ich weiß auch nicht, gemacht, ich hab immer belichtet. Leider nochmal drehen. Also Stefan, es tut mir leid, wir müssen es nochmal machen. Wir waren bei Void, wir waren bei Alien Teeth. Aber das Bild ist schon mal besser als die Sony-Kamera. Also mit GA4 ist schon mal trotzdem ein bisschen cooler. Ich bin bei der Vorführung echt überrascht, weil ich kenne nur die Säulen von denen, die fand ich nicht so geil, aber dieses neue Hybrid-Top, schon krass. Jetzt gehen wir erstmal. Was? Die beste war noch geil. Die beste war auch Hammer. Jetzt gehen wir erstmal in unser Schätzzimmer, wenn ein paar Sachen schneiden und dann ist der erste Mittag auch schon wieder fast vorbei. Zeit rennt. Ja. Ich bin hier am Video schneiden. Oh, das ist Arbeit. Manchmal fremdschämen. Ich krieg gar nicht mit, was hier passiert. Und er hat mir jetzt. Oh, Kim, und alles eingepackt. Ach, hier. Aufräumen bin ich hier. Am Aufräumen? Ja. Was hast du mit meinem Landspiel-Gang gemacht? Den habe ich sicher. Ach, da gab es ihn noch. Den gibt es schon lange nicht mehr. Mit der Rolle gab es drum. Erst ging er kaputt und dann wurde er geklaut. Na super. Kostet aber 700 Euro. Lag da drauf. Also gehe ich davon aus, dass das das Verpackungsmaterial ist. Ja. Das sind die Leute von WDR, ohne Witz. Du musst damit arbeiten, ich meine ganz ehrlich. Also, außerdem habe ich gefragt, wer das auch braucht, hat keiner gesagt, wollte ich schon wegschmeißen. Ich habe Kopfhörer auf. Ja, das sagen sie alle. Ja, das kannst du wieder auspacken. Nico, wie weit bist du eigentlich mit deinen Videos? Oh, Mann, also ich will nur mal kurz erwähnen, also das dritte Video in den letzten 15 Minuten ist jetzt gleich online gegangen. Ich will auch mal erwähnen, dass das aber auch irgendwie 3-4 Menschen sind. Genau, da prallt die ganze Stage-Crew wieder, weißt du? Mit ihrer Manpower. Wieso? Ja, wir haben Videos fertig. Was mit dir? Ja, ich bin eine One-Man-Show, Alter. Ja, da war es da. Deswegen bist du jetzt ja auf der guten Seite der Macht, ne? Nicht mehr auf der dunklen Seite. Ja. Auf der One-Man-Show-Seite. Ich bin aber auf der dunklen Seite, weil ich mache ja Ton. Ja. Anyway. Auch Zeit am Ende. Ich nicht. Das ist echt komisch, wie leer das hier ist. Wenn hier das wollte ich dich auch nochmal fragen, wo ich das jetzt gerade sehe. Was ist deine Einschätzung zu ProLight und Sound bezüglich der Besucher? Meinst du, es kommen dieses Jahr wieder so viele Leute wie die letzten Jahre? Oder meinst du, es ist doch leer, dass Leute sagen, nee, ich fahr da nicht hin? Da spielen zwei Faktoren rein. Faktor 1, Leute haben Bock. Die wollen wieder. Ja. Was ja ein Punkt wäre zum Kommen. Fakt Nummer 2, Leute haben keinen Bock, weil es ja Corona und es sind Auflagen. Also es könnte sein, dass dementsprechend ich da sagen muss, dass ja die Auflagen nicht so sind, wie sie aktuell sind, sondern es ist die ProLight und Sound ist ja eine 3G-Veranstaltung. Das heißt, theoretisch könnten da auch... Chilliger, genau, richtig. Ja. Muss man denn dauerhaft an den Gängen Masken tragen eigentlich? Ja. Also ist ganz normal auch Maskenpflicht. Auch an den Ständen überall, ne? Ja, denke ich mal. Ja, klar. Das heißt, wir müssen mit Maske streamen. Okay. Ja. Müssen wir uns dann mal überlegen, wie wir das dann machen, aber das, genau. Okay. Aufgrund dessen glaube ich, dass nicht so viele kommen wie sonst, weil auch das Messekonzept ja pro Jahr immer irgendwie weiter abnimmt. Es wird ja jährlich immer ein kleines Stück weniger. Aber ich glaube trotzdem, dass der Ansturm insgesamt schon groß sein wird. Also weniger als sonst, ja, aber nicht viel weniger. Weil ja, ich denke auch, dass dieses Jahr schon einige Hersteller dabei sein werden. Vielleicht nicht so viele wie letztes Jahr. Auf der anderen Seite rückt jetzt alles ein bisschen mehr zusammen. Die Musikmesse ist ja zum Beispiel jetzt nur am Freitag. Also die startet erst am Freitag. Sodass halt nur ein Messetag Überschneidung ist, was natürlich auch dazu führt, dass du wirklich nur die Fachbesucher hast und nicht irgendwie auch noch, keine Ahnung, Kindergartenklassen, die dann irgendwie durch die Hallen laufen. Guck mal, das leuchtet schön. Genau, und das ist, dann muss man immer ein bisschen gucken, was man dann da machen kann. Ne? Ja, aber ich glaube schon, dass das damals schon ein cooles Konzept war, Musikmesse und Port auf einen Zeitraum zu legen, weil viele, es ist ja einfach auch massiv parallel in der Branche. Ja. So, weiß ich nicht. Da kann man halt nicht nochmal kurz noch rüber gucken gehen, weißt du, und sich das zusammensuchen. Naja. Ja. Okay, dann hast du mal kurz weiter. Keine Mensch ist. Aber hat schon was. Ich weiß nicht, was das war. Ich auch nicht. Oh, ich hab's noch nicht gesehen. Kannst du mal zurückspulen, ich hab nicht umgeschaltet.
konnten es gerade nicht sehen. Wenn hier wirklich keine Menschenseele mehr ist. Erik, guck mal, was du gleich machst. Falls du es jemals siehst. Ich weiß nicht, was das war. Ich würde doch gar nicht wissen, echt. Naja, wir gehen erstmal was essen mit den Leuten und dann sehen wir uns vielleicht später noch. Klappt das? Wo geht denn? Scheiße. Geiler Mu. Geiler Mu. Geiler Mu. Maul dich. Lass dich da hingucken. Oh, das sind Schummler. Hier waren vorhin noch so viele Menschen. Oh, das ist jetzt cringe. Sind hier keine Menschen es ist, mehr. Es ist wirklich nicht cool, das irgendwie zu sehen. Oh, da geht's los. Was? Schämst du dich fürs Video? Nö, ich schäme nicht. Es ist Panne. Ja. Erik mit K übrigens. Komm, schnell verpissen. Boah, sind wir böse. Oh, ey. Als wehe würde man gerade YouTuber werden wollen, weißt du? Ja, sah jetzt so ein bisschen, also war so schon so ein, also man merkte, dass du da noch ein bisschen jugendliche Züge hattest. Ja, ich bin ein harter Spätzünder, aber ist egal. Also auch 4 Jahre her, Mann. Nee, also, ich weiß nicht, mein Auto sieht ein bisschen leer aus. Nein. Wir haben es gesehen, wir haben es gesehen. Aber irgendwie auch erst 4 Jahre, ich weiß nicht. Und die sind doch, die waren schwarz, die sind da hinten lang gerannt. Naja gut, aber wenn man dich kennt, dann weiß man, dass du immer so bist. Sind halt runtergesprungen. Ja, genau, mit Seil und so. Wieder beklebt. Ja, aber du hast das vergessen, du hast die Pflegeinhalte vergessen. Du musst es vorher sauber machen, bevor du es aufklebst. Sonst hält das nicht. Jetzt noch belehren. Keine Ansprüche stellen, zweimal hier. Ui! Diese Lache von Erik war richtig cool. Du meinst der Schreckmoment? Ja. Guck mal, wie sie sich freuen. Das ist nicht zu fassen. Aber es ging ja doch ganz schön schnell. Ihr seid ja ganz schön schnell. Ja, natürlich. Hast du schon die Story gesehen? Wir haben gerade schon eine Story für dich gemacht. Run with Jan, ne? So, wir gehen jetzt mal rein. Oh, guck mal, Five Guys. Stimmt, da war ich zum allerersten Mal bei Five Guys. Und find's immer noch geil, um ehrlich zu sein. Lass auf jeden Fall mal gucken, dass wir mal die wieder die Automaten. Also in Berlin sind mir bisher 2-4 Jahre. Jan, was tust du da? Dein Auto ist voll siffen. Können wir eigentlich noch so einen geilen Magnetaufkleber haben? Oder? Wow, wie kreativ! Hallo Kim! Hallo! Na? Das sind die Menschen vom BDR, ne? Hier im 6 zu gehen! Guck mal, hab ich damals schon gesagt! Erstmal vor zum Fahrer. Nein, komm jetzt. Ich muss jetzt noch mal eben kurz hier einen Abschluss machen. Okay. So Nico, wir waren jetzt essen, Five Guys war geil. Ja, Alter, also, so. Wie du sagst, der ganze Spannung. Alter. den Spruch kannte ich noch nicht. Aber gut, wir sind jetzt fertig, mit den Nerven, fertig mit allem, mit dem Essen. Und morgen geht's weiter, es bleibt spannend, es wird cool und morgen haben wir auch wieder viel vor. Und kommt, wie immer am Ende sage ich, practice and enjoy. Enjoy. Okay. Erik war mein Highlight gerade, ey. Auf jeden Fall. Auch wieder beste Standbild. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen noch so eine After-Fragerunde und dann war es das auch. Genau, falls ihr noch Fragen habt. Aber wir sind schon fast 2 Stunden online. 1:50, genau. Ja, der Sturm blüht immer noch. Jan, wir müssen morgen noch ein bisschen Podcast machen, planen. Ja. Es kommen auf jeden Fall wieder richtig coole Podcast-Folgen. Auf die nächste Podcast-Folge freue ich mich extrem. Können wir hier schon mal ein bisschen spoilern? Wen haben wir zu Gast? Meinst du, die jetzt online kommt oder die wir jetzt auch aufnehmen werden? Die jetzt als nächstes kommt. Oh! Ich glaube, könnte auf jeden Fall, also schafft es bestimmt locker in die Top 3 von diesem ganzen Jahr bei mir. Denke ich. Ja. Also ist jemand, den wir schon lange haben wollten. Das war schon lange in Klärung und in Planung, dass wir mit ihm mal eine Folge aufnehmen. Ja. Er war auch schon bei uns teilweise zu sehen. Und ist jetzt dementsprechend auch länger bei uns mal zu hören. So mehr sagen wir nicht. Viele können sich es vielleicht denken. Und wenn nicht, dann lasst es überraschen. Es ist wirklich eine sehr lustige und sehr coole Folge geworden, muss ich sagen. Ja. Und ich hoffe, dass er auf jeden Fall auch noch mal vielleicht meinst du, weißt du, ob er zur Messe kommt? Ich hätte eigentlich mal Bock. Weiß ich nicht. Ob wir den vielleicht als Moderator noch mal kriegen, so für so 10 Minuten im Livestream? Na, wie weit ist denn Trier von da entfernt? Ja, ist nicht ich so weiß weit. Es.
Ist nicht weit. Weniger als von Köln. Könnte ich mir vorstellen, dass er kommt. Wäre natürlich geil. Ja. Natürlich geil. Ja. Ja. Tja, Jan, dann würde ich, glaube ich, nochmal... Ich habe noch eine Reaction für heute auf dem Zettel. Ja, dann mach die, dann mach die mal und... Und wenn ich offline bin, nämlich... Ich habe tatsächlich Bauchschmerzen. Bin massiv kaputt. Wie das immer so ist. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir, Nico, und fand ich auch. Viel Spaß. Ne? Also vielen lieben Dank, Jan, für deine Zeit. Ja. Ja, gleichfalls. Ich stream noch ein bisschen auf deinem Kanal. Mach das ruhig. Und dann, dann sehen wir uns mal wieder. Also vielen Dank, Jan, fürs dabei sein. War auch, glaube ich, der längste Stream von uns beiden zusammen über Twitch bisher. Ja. Also hast auf jeden Fall jetzt viel Material für Nikos Gigs Uncut, für die Leute, die das jetzt verpasst haben. Ne? Ja, tatsächlich, genau. Können wir jetzt einen neuen Highscore in eine Liste aufnehmen. Auf jeden Fall. Ja gut, dann stream noch schön weiter, Nico. Und mach ich. Bis die Tage. Wir kommen wieder, gut, keine Jan. Frage. Ciao. Boah, nee. Ciao, Jan. So, da bin ich alleine. Ich habe noch was vorbereitet. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Ich wollte noch auf eine bestimmte Sache reagieren.